Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid und uns geklappt hat. Ich will euch erstmal im Namen vom AKS Wiesbaden allgemein hier begrüßen zur heutigen Veranstaltung. Die heutige Veranstaltung ist ein Kooperationsprojekt von Spiegelbild Projektstellung aus Wiesbaden, dem Frauenreferat bzw. der kommunalen Frauenbeauftragten dem Mädchentreff Wiesbaden. Die heutige Veranstaltung ist eine Veranstaltung in einer ganzen Reihe, die sich zur Kritik der Prostitution auseinandersetzt. Genau. Und dann erst nochmal ein ganz großes Dank an das Klatsch-Kollektiv, dass wir heute hier sein können und dass die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Danke. Genau, und auch an die kommunale Frauenbeauftragte, die die Veranstaltungsreihe durch die finanzielle Unterstützung ermöglicht hat. Genau, das ist es. Das ist Koschka Linkerhand. Sie ist Feministin, Autorin und hat unter anderem das Buch Feministisch Streiten herausgegeben. Genau, sie studiert und arbeitet in Leipzig, veröffentlicht unterschiedliche Texte, unter anderem in der Konkret und in der Phase 2 und hat jetzt auch ganz neu noch einen neuen Roman geschrieben, der auch draußen ist, und zwar ein neuer, ein ganz anderer Ort. Und damit würde ich auch schon das Wort an dich übergeben und mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute aus Leipzig angekommen bist. Danke. Genau, Entschuldigung, ganz kurz. Wir haben ein Handout, das würden wir jetzt noch umgeben und hoffen, dass da jeder vielleicht eins hat oder sich im Zweifel eins teilen kann, weil darauf aufbauend genau das erzählt wird von Koschka. Das würden wir jetzt gerade nochmal umgeben. Und vielleicht könnt ihr das dann auch einfach weiterreichen. Alles klar. Danke. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass Spiegelbild Wiesbaden mich eingeladen hat und danke auch den anderen genannten Akteurinnen. Ich bin immer ganz aufgeregt über solche Präsenzveranstaltungen und bin sehr froh, dass sie möglich sind oder heute an diesem Nachmittag. Genau, es gibt zu meinem Vortrag dieses Handout und jetzt erzähle ich noch eine Minute und dann ist es bestimmt einmal rumgegangen. Mein Vortrag heißt, wie kann eine materialistisch-feministische Kritik der Prostitution aussehen? Mal schauen, wie das so wird. Ich hoffe, dass es nicht dem Titel zum Trotz schon passt, zu viele Wortungetüme gibt in meinem Vortrag und wir doch, dass wir die zusammen klären können. Mein Vortrag gliedert sich in vier Teile. Zum ersten möchte ich über Prostitutionskritik versus Befreiung der Sexarbeit sprechen. Das ist der Teil, auf den sich hauptsächlich das Handout mit der Tabelle drauf bezieht. Dann komme ich zu dem Punkt, materialistischer Feminismus bedeutet Subjekttheorie. Dann komme ich zum dritten Punkt, in dem ich erläutern möchte, warum materialistischer Feminismus auch Staatskritik bedeutet. Dann ziehe ich ein kleines Fazit und dann können wir diskutieren. Also mein Studium ist schon eine Weile her, würde ich vielleicht noch kurz nachschieben, aber solange es mir noch geglaubt wird, dass ich Studentin bin, freue ich mich natürlich auch. Zum ersten Teil. Also es gibt ja nur ganz wenige feministische Themen, die derart umkämpft sind, wie die Prostitution. Und daher bin ich der Versuchung erlegen, eine Tabelle anzulegen, um die beiden Pole, die dann immer wieder sichtbar und hörbar werden, vergleichend gegenüberzustellen. Und es ist die Tabelle, die ihr auf dem Handout findet. Das sieht jetzt ganz bedenklich nach einem sozialwissenschaftlichen Seminar aus. Aber ich dachte, das ist vielleicht ganz nützlich, um grundlegende Argumentationen darzustellen. Und hilft vielleicht erstmal
weil ja sicherlich auch nicht alle gleichermaßen in diesem Thema stecken, eine Übersicht zu bekommen, also im Sinne einer Drübersicht und erstmal so eine Meta-Ebene zu errichten. Es ist vielleicht auch erstmal ganz wohltuend angesichts der aufgeheizten Diskussion, die dann auch immer befördert wird durch das Affektregime von Social Media. Also das ist, empfinde ich immer wieder so ein Vorteil eines theoretischen Abstands, sich so ein Stück weit aus der Hitze des Gefechts zurückziehen zu können. Meine Gegenüberstellung soll die Debatte in Deutschland bzw. in Teilen auch im globalen Norden skizzieren, soweit ich sie überblicke. Also ich beschäftige mich seit einer Reihe von Jahren immer mal wieder mit dem Thema. Ich habe also zwei Positionen gegenübergestellt. Auf der linken Spalte findet sich die Position der Prostitutionskritik, die ich auch als patriarchatskritische Position bezeichnet habe. Und da gibt es so diese Grunddefinition, dass Prostitution sexuelle Gewalt gegen Frauen bedeutet. Was man dann vielleicht so kurz beschreiben könnte, dass Prostituierte unter dem Deckmantel eines Berufs wie jeder andere ausgebeutet werden. Und zwar sowohl sexuell wie auch ökonomisch und rechtlich. Die Entscheidung dafür wird dann analysiert, ist bedingt durch die weibliche Sozialisation und die Erfahrung patriarchaler Gewalt. Also sehr oft werden dann Missbrauchserfahrungen in Kindheit und Jugend thematisiert, die es möglich machen, die eigene Sexualität und den eigenen Körper für die Prostitution zu instrumentalisieren. Also die Fähigkeit, die man dazu braucht, nämlich zu dissoziieren vom eigenen Körper, ist eben etwas, was oft im Missbrauch erlernt wird. Es gibt dann einen weiteren thematischen Fokus auf Armuts- und Zwangsprostitution und es wird ein recht enger Zusammenhang mit Migration aus ökonomischer Not bis hin zu Frauenhandel gezogen. Und auch oft wird auf Alkohol- und Drogenkonsum verwiesen, um Prostitution überhaupt aushalten zu können. Also es gibt eben einen Fokus auf struktureller Kritik und Fremdbestimmung in der Prostitution und durch die Prostitution. Politische Forderungen, die damit einhergehen, sind dann so die Thematisierung oder auch die Skandalisierung. Also jetzt besonders der Verhältnisse in Deutschland. Also Deutschland mit seiner liberalen Gesetzgebung wird dann so als Drehscheibe des europäischen Markts für Prostitution bezeichnet. Und damit auch für Frauenhandel und für Zwangsprostitution. Und eine Forderung, die daraus erwächst, ist dann so die gesellschaftliche Abschaffung von Prostitution. Also eine Position, die auch als Abolitionismus bezeichnet wird. Also da geht es dann besonders um das nordische Modell der Freierbestrafung, auf das ich dann später nochmal zu sprechen komme. So, ich habe für beide Positionen auch noch sowas wie Hinkefüße versucht zu skizzieren und ich habe häufig davor geschrieben und meine damit, dass es Sachen sind, die häufig vorkommen, aber eben auch nicht immer oder die sich in der Tendenz oft bemerkbar machen. Also einen häufigen Hinkefuß der patriarchatskritischen Position finde ich so einen bestimmten Paternalismus, also dass die strukturelle Analyse, um die es dann meistens geht, eben über Selbstaussagen von Prostituierten steht. Also wenn sie dann zum Beispiel sagen, dass mit ihrer Arbeit schon irgendwie alles okay ist, wird es dann oft als so ein gängiger Überlebensmechanismus bezeichnet. Und was ich auch manchmal in dieser Position finde, ist, dass so dieser patriarchale Gegensatz zwischen einer guten Sexualität, also die dann mit romantischer Liebe, vielleicht auch mit Mutterschaft verknüpft ist, gibt, also das sei es dann, was Frauen in Wirklichkeit wollten, und der schlechten Sexualität, die man der Prostitution findet. Also ein Beispiel, um das zu untermalen, in einer älteren Ausgabe von der Emma zum Thema Prostitution von 2014 wird also die Einrichtung eines Bordells in einem Kölner Wohnhaus beklagt, wo dann so steht, es führt zu einem unerträglichen Nebeneinander von Kinderfahrrädern und Freiern, die durchs Treppenhaus stapfen. Und das ist dann so ein bisschen wie so ein Tag- und Nacht-Gegensatz. Also als müsste die bürgerliche Familienidylle
sondern dem dazugehörigen Frauenbild nicht auch so kritisiert werden, wie sexistische Zwänge in der Prostitution. Des Weiteren hat man dann also eine ziemlich klare Engführung auf weibliche Prostitution, die natürlich den größten Teil ausmacht, aber genau noch die Frage offen lässt, was bedeutet das dann, wenn Jungs oder Männer, also ob trans oder cis, sich prostituieren, oder ist es das Gleiche, oder welche gesellschaftlichen Faktoren spielen dann dabei eine Rolle? Genau, als letztes habe ich ein paar Vertreterinnen aufgelistet, also zum einen den Blog Die Störenfrieders, wo es ziemlich viele Texte zur Prostitutionskritik gibt, und eben die Zeitschrift Emma. Dann die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes und die Initiative Stopp Sexkauf. Also da gibt es auch recht viele personelle Überschneidungen, glaube ich. Und als eine Autorin, deren Texte ich sehr empfehle, würde ich Huschke Mau aufführen, die ja auch in dieser Reihe sprechen wird, im Dezember, glaube ich. Genau, das finde ich, also ihre Texte finde ich analytisch stark und sehr gut lesbar. Also sie spricht da eben oft aus der Perspektive einer ehemaligen Prostituierten. Um eine weitere Autorin zu nennen, würde ich noch Natasha Walter aufführen, also eine britische Feministin, die beschreibt, welche Auswirkungen so die mediale Glamourisierung von Prostitution auf Mädchen haben kann und deren Vorstellungen, wie man halt eine coole Frau sein kann oder nicht. Genau, das so zum einen. Zum anderen, die andere Position habe ich pro Sexarbeit genannt und würde ich als eine liberale oder identitätspolitische Position bezeichnen. Also, wobei eben liberal und identitätspolitisch nicht genau dasselbe sind, aber die Argumentation gleicht sich in den Grundzügen. Also deren Grundsatz ist so wie lautet, Sexarbeit, das ist einfach Lohnarbeit. Also es gibt ja eben auch den begrifflichen Unterschied. Also es soll sich vom diskriminierenden Wort Prostitution freigemacht werden, und darum wird dann von Sexarbeit gesprochen. Und so dann eben so gesehen, die SexarbeiterInnen verkauft sexuelle Dienstleistungen in einem kapitalistischen Vertragsverhältnis. Also eben dieser Beruf wie jeder andere. Und die Entscheidung dazu erfolgt aus sehr verschiedenen und sehr individuellen Motivationen, Biografien und Begehrensweisen. Wobei dann eben Sexarbeit immer wieder als Möglichkeit beschrieben wird, verschiedenes Begehren auszuleben. Also sei es homosexuelles oder polyamoröses Begehren oder Begehren aus der Perspektive von Transgeschlechtlichkeit oder auch Behinderung oder bestimmte Fantasien zu dominieren oder dominiert zu werden. Also damit heißt es dann, schafft es Sexarbeit, über normative Vorstellungen von Sexualität hinauszugehen. Also wir sehen, es gibt da halt hier einen ganz anderen Fokus, nämlich auf Identität, Selbstermächtigung und Selbstbestimmung. Politische Forderungen dieser Position sind hauptsächlich Entstigmatisierung. Also nicht die Sexarbeit selber ist das Problem, sondern das Stigma, die Hurenfeindlichkeit, wie es dann oft heißt. Und das Ziel wäre dann eine Normalisierung, dass es eben dieser Beruf wie jeder andere auch in den Köpfen ist. Und damit verbunden eben eine Entkriminalisierung von Prostitution, was natürlich so genau der Gegensatz zum Abolitionismus ist. Wobei ich noch schon mal kurz hier einschieben möchte, dass eine Gemeinsamkeit beider Positionen die Kritik am Prostituiertenschutzgesetz ist, dass es in Deutschland seit 2017 gibt. Aber das werde ich dann später noch mal streifen. Die häufigen Hinkefüße dieser Position sehe ich, also dass Sexarbeit eben nicht im Zusammenhang mit dem Geschlechterverhältnis oder mit anderen gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen betrachtet wird. Also Sexarbeit als gesellschaftliches Verhältnis kommt gar nicht vor. Und daher werden eben Selbstaussagen von Sexarbeiterinnen so als einziger Weg akzeptiert, etwas über dieses Thema zu erfahren. Also andere Wege gibt es eigentlich nicht. Und umgekehrt gilt dann, Kritik an der Sexarbeit kann immer nur eine Kritik an SexarbeiterInnen sein. Also dann kommt eben sehr schnell, wenn man versucht, sich prostitutionskritisch zu äußern, der Vorwurf der Hurenfeindlichkeit oder auch der Vorwurf, man sei eine SWERF, also eine Sexworker Exclusive Radical Feminist.
Also man würde SexarbeiterInnen aus dem Feminismus ausschließen. Und das verkennt eben, finde ich, ganz entscheidend den Unterschied zwischen bürgerlicher und feministischer Prostitutionskritik. Also beide werden gleichermaßen verurteilt. Und das, finde ich, ist so ein ganz typisches Zeichen einer einseitigen Antidiskriminierungspolitik. Also dieses sich nicht einlassen auf strukturelle Kritik. VertreterInnen dieser Position sind zum Beispiel der Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Das ist genauso wie der Verein Doña Carmen, eine Interessenvertretung von Leuten, die als Prostituierte arbeiten oder gearbeitet haben. Als weitere Vertreterin habe ich Felicitas Schiro aufgelistet. Die finde ich recht, also ganz interessant, weil also in ihrer historischen Rolle gewissermaßen, die arbeitet als Prostituierte und ist eine ehemalige Prostitutionsstättenbetreiberin, die im Jahr 2000 gegen die Schließung ihres Bordells vor Gericht gezogen ist. Und dieser Prozess hat dann so zum Wechsel des rechtlichen Paradigmas beigetragen. Also seitdem gilt eben Prostitution in Deutschland nicht länger als sittenwidrig vor dem Gesetz, sondern es wurde dann mit dem Prostituiertengesetz von 2002 versucht, das staatlich zu regeln. Ein weiterer Vertreter ist Christian Schmacht, ein Transmann und Sexarbeiter, der über Sexarbeit zum Beispiel im Missy Magazine schreibt und finde ich dabei oft sehr ausfallend und selbstgerecht gegenüber anderen Positionen ist. Also wie es auch einfach sehr häufig bei dem Thema vorkommt. Bei ihm finde ich es nur besonders auffällig. Und eine philosophische Position vertritt die amerikanische Feministin Martha C. Nussbaum. So viel zu meiner schönen Tabelle. Das ist natürlich vereinfachend. Also die kann eben nicht abbilden, dass es auch Kritik und Differenzen innerhalb der beiden Positionen gibt. Also ein Beispiel für diese Differenzen ist, dass es beide Positionen in linken und eher bürgerlichen Ausformungen gibt. Also so argumentiert zum Beispiel Huschke Mau auch mit Klassenzugehörigkeit, wenn sie so thematisiert, dass so junge Frauen aus ärmlichen Verhältnissen sich dank Prostitution plötzlich Luxusartikel leisten können, das eben auch einen großen materiellen Anreiz bietet. Oder sie thematisiert das verquere Verständnis von Arbeitskämpfen in der Prostitution. Also sitzen eben in diesem Bundesverband für sexuelle und erotische Dienstleistungen halt nicht nur Lohnabhängige, also Prostituierte selbst, sondern auch die AuftraggeberInnen, also Zuhälter und Betreiberinnen von Bordells, was ja so ein bisschen diesen ökonomischen Interessengegensatz ignoriert, der zwischen diesen Parteien sich auftut. Anderen AutorInnen ist dann die bürgerliche Liberalisierung am wichtigsten, also jeder soll tun und lassen und begehren und kaufen können, was er oder sie möchte, ohne dass moralisiert wird. Also so betont Martha Nussbaum dieses Vertragsverhältnis und damit die Autonomie der Prostituierten, zeitweilig und zu festgelegten Bedingungen Zugang zu ihrem Körper zu gewähren. In beiden Positionen gibt es Autorinnen, die sehr stark den Rassismus in der Prostitution thematisieren, also zum Beispiel die rassistische Auslagerung von Prostitution auf Frauen aus dem Ausland oder auch den rassistischen Fetisch von Freiern, während andere das halt nicht tun. Und beide Positionen gibt es in Versionen, die eben auch ganz ohne Kapitalismuskritik auskommen. So viel vielleicht erstmal zu den Differenzen. Also ich habe diese Position jetzt so angerissen und in einem sozialwissenschaftlichen Seminar werden wir jetzt fast am Ende des Referats angekommen. Also es kämen dann noch ein paar Sätze überschrieben mit Fazit oder meine eigene Meinung. Aber hinsichtlich einer materialistisch-feministischen Analyse hätten wir jetzt erstmal das Material gesichtet, also ohne diesem Affektregime Tribut zu zahlen und halt in flammende Empörung zu geraten. Also ich selber stehe der patriarchatskritischen Position näher und darum übernehme ich auch weitgehend deren Begriffe. Also, und ich stehe ihr näher, weil sie eben nicht auf der individuellen Ebene stehen bleibt, sondern gesellschaftliche Strukturen ins Auge fasst und weil sie diese Strukturen als Vergeschlechtlichte denkt, also von der Welt aus geht, in der halt jedes einzelne Individuum gewaltvoll in das Mannsein oder Frausein gepresst wird oder
sich dem nur sehr schwer entziehen kann. Und dass sich diese patriarchale Zweigeschlechtigkeit auf alle Handlungs- und Freiheitsmöglichkeiten auswirkt, die wir haben. Also es ist eben kein Zufall, dass die meisten Menschen, die sich prostituieren, Frauen sind und die aller, wirklich allermeisten Sexkäufer sind halt Männer. Also auch männliche Prostituierte haben ja meistens männliche Kunden. Die patriarchatskritische Position kann eben skizzieren, was Sexualität unter patriarchalen Bedingungen bedeutet. Also der Skandal, dass männliche Sexualität als Trieb, der regelmäßig entladen werden müsste, verstanden wird und auch so sozialisiert wird. Und dass in der weiblichen Sozialisation eben Sex häufig als was auftaucht, das in Kauf genommen werden muss, wenn man sich Liebe, Sicherheit und ein Einkommen sichern möchte. Also dass Sex eben eine von vielfältigen Reproduktionstätigkeiten ist, die Frauen im Hinblick auf andere und auf das Überleben verrichten und weniger als eigenes Bedürfnis oder als Lustquelle für sich selbst. Und Frauenkörper dann immer als kostbar, schützenswert, aber auch schändbar und immer zu bedroht gelten. Also die patriarchatskritische Position ist in manchen Ausformungen nah dran an dem, was ich unter materialistischem Feminismus verstehe, weil sie nämlich dann, wenn sie Prostitution als Knotenpunkt von Kapitalismus und Patriarchat begreift. Also ich denke, Prostitution ist Lohnarbeit, aber eben eine besondere, weil die geschlechtliche Dimension untrennbar dazugehört und weil es eben meistens weibliche Sexualität und weibliche Körper sind, die in Wert gesetzt werden. Und weil in der männlichen Sexualität des Freiers die Verknüpfung von Lust und Macht offensichtlich ist. Also die Macht, sich Sex zu verschaffen oder sich zu erkaufen oder es erregend zu finden, mit jemandem zu schlafen, die gar keine Lust auf einen hat. Also ich denke, das ist wichtig zu betonen, dass es einerseits diese Ebene der Lohnarbeit gibt, die Prostitution jeder anderen Dienstleistung gleichstellt, dass die aber querstellt, steht zum Geschlechterverhältnis. Also zur Frauenfeindlichkeit, die darin liegt, weibliche Sexualität als verfügbare Ware zu objektivieren. Also ich würde Prostitution als ein kapitalistisch-patriarchales Ausbeutungsverhältnis bezeichnen, das letztlich zulasten der Frauen geht, die daran tätig sind. Dennoch habe ich, wie vielleicht klar geworden ist, auch Kritik an der patriarchatskritischen Position. Und um meine Überlegungen weiter zu schärfen, möchte ich da zwei Punkte, die ich für eine materialistische Analyse wichtig finde, jetzt noch ein bisschen näher ausführen. Und das sind zum einen Subjekttheorie und zum anderen Staatskritik. Ich fange mit der Subjekttheorie an. Also wir hatten jetzt diese Gegenüberstellung, auf der einen Seite die Strukturkritik und auf der anderen Seite den Liberalismus bzw. die Identitätspolitik. Also und deren grundlegende Fragen, denn also sind wir von gesellschaftlichen Strukturen bestimmt oder definiert oder müssen wir von Einzelnen ausgehen, die von ganz unterschiedlichen Motivationen, Erfahrungen und Vorlieben geprägt sind. Und ich denke, das, was ich als Hingefüße der beiden Positionen bezeichnet habe, hängt damit zusammen, dass beide Positionen eine bestimmte Einseitigkeit aufweisen und sich darin radikalisieren. Und ich glaube, Strukturkritik und Identitätspolitik müssen vielmehr vermittelt werden. Also ich stelle mir das so als eine dialektische Bewegung vor, die zwei Pole einander gegenüberstellt und schaut, inwieweit man innerhalb dieser Spannung der Situation Prostituierter und den feministischen Kämpfen um und gegen Prostitution gerecht werden kann. Und diese Spannung zwischen den Polen lässt sich als Subjekttheorie bzw. Subjektkritik bezeichnen. Also es ist eine Bewegung, die ich ganz grundlegend finde für den materialistischen Feminismus und deshalb das noch ein bisschen ausführen möchte. Also unter dem Subjekt verstehe ich die psychische, physische und soziale Verfassung der Einzelnen im kapitalistischen Patriarchat. Also das bürgerliche Subjekt lebt nach diesen Koordinaten von Lohnarbeit und Familie, von Öffentlichkeit und Privatheit, von Arbeitsprozess und Freizeit bzw. Konsum, zwischen Anstrengung und Genuss. Also es ist zugleich Lohnarbeiter, Staatsbürger und Privatmensch. Also dabei beziehe ich mich auf die Subjekttheorie von Kant und Hegel und ihre materialistische Umwälzung durch Marx.
also die Aufzählung hat vielleicht so ein bisschen gezeigt, dass das Subjekt durchzogen ist von binären Spaltungen, also lauter Dingen, die sich gegenseitig ausschließen. Und es braucht diese Spaltungen, um zu funktionieren, um in dieser Gesellschaft lebensfähig zu sein. Und eine ganz grundlegende Abspaltung ist die des Körpers, der Sinnlichkeit und der Reproduktion. Also alles Dinge, die im kapitalistischen Patriarchat als weiblich gelten und abgewertet werden. Also das Subjekt ist seiner gesellschaftlichen Form nach männlich und es wertet Frauen und die eigenen weiblich bestimmten Anteile ab. Und schwupps haben wir dann den männlichen Lohnarbeiter und die von ihm ökonomisch und rechtlich abhängige Ehefrau und Mutter. Genau, also Abspaltung bedeutet eben immer auch ökonomische Ausbeutung. Und diese Subjektivierung, das zum Subjekt werden, ist halt immer ein vergeschlechtlichter Prozess, der grauenhaft, ungerecht und brutal vonstatten geht. Also obwohl wir alle Subjekte sind, ist es im globalen Maßstab nur ziemlich wenigen Menschen möglich, die Potenziale von Subjektivität zu verwirklichen, statt sich lebenslänglich mit den Abspaltungen herumzuschlagen. Also neben dem weißen männlichen Lohnarbeiter haben wir dann eben den schwarzarbeitenden Bauarbeiter aus Osteuropa oder die Reinigungskraft auf Kalle, die eben sehr viel weniger Möglichkeiten haben, sich gesellschaftlich zu verwirklichen und ihre Rechte wahrzunehmen. Und weil das so ist, weil die bürgerliche Subjektivierung eben immer zulasten von Frauen und Nicht-Weißen geht, muss Subjekttheorie eben immer auch Subjektkritik sein. Seit den 70er Jahren schon haben marxistische Feministinnen herausgearbeitet, dass Frauen den Subjektstatus, dass der ihnen nur unvollständig und auf Widerruf zugestanden wird. Also dass sie in der patriarchalen Gesellschaft weniger Handlungs- und Freiheitsmöglichkeiten haben als Männer. Sie verdienen weniger und haben eingeschränkte Verdienstmöglichkeiten. Und daneben gibt es halt diese unablässige Anforderung, dass Frauen den Löwenanteil an der Reproduktionsarbeit übernehmen, die gesamtgesellschaftlich anfällt. Also alles, was mit Hausarbeit, Pflege von Alten und Kindern, mit Liebe, Versorgung, Beziehungsarbeit oder auch sexueller Befriedigung zu tun hat. Und diese Reproduktionsarbeit, die eben so sehr auf die Frauen gelegt wird, wird dann entweder unentgeltlich in der kleinen Familie verrichtet oder schlecht bezahlt in Care-Jobs wie Pflegekraft oder Reinigungskraft, Krankenschwester oder Erzieherin, also Berufen, die eben mehrheitlich von Frauen gestellt werden. So, jetzt mache ich einen kleinen Schritt zurück oder einen Sprung zurück zur dialektischen Spannung. Also das Subjekt ist einerseits ein Einzelner und andererseits aber der kleinste Baustein der bürgerlichen Gesellschaft. Es ist also wesentlich konstruiert vom Kapitalismus und vom Patriarchat und keiner seiner Schritte und Gedanken ist undenkbar ohne diese Vergesellschaftungsform. Und zugleich ist es halt ein Individuum. Das heißt, es hat innerhalb dieser Koordinaten Erfahrungen gemacht und eine Persönlichkeit herausgebildet, die man nicht einfach als Resultat gesellschaftlicher Strukturen bezeichnen kann. Also niemand ist identisch mit seiner oder ihrer gesellschaftlichen Situation, auch wenn man die mit so kategorialen Beschreibungen ganz gut umreißen kann, zum Beispiel weiblich, akademisch gebildet, ostdeutsch und lesbisch. Also es sind äußerst wirkmächtige Kategorien, aber es sind immer subjektiv vermittelt. Also mein Frausein ist eben nicht komplett identisch mit dem einer anderen Frau, mit der ich in genau diesen Kategorien übereinstimme. Wir werden uns in bestimmten Belangen wahrscheinlich recht ähnlich sein und trotzdem hat sie vielleicht andere Erfahrungen von erfüllter Lust und Zurückweisung hinter sich, hat mehr oder weniger Diskriminierung erlebt, eine andere Familienstruktur oder andere Arten der Abwehr ausgebildet. Also hier argumentiere ich psychoanalytisch, was eben auch ein wichtiger methodischer Zugang zur Subjektkritik ist. Also die Kategorie des Frauseins ist immer subjektiv gefüllt. Also in der psychoanalytischen Therapie wird ja genau diese individuelle Vermittlung erforscht,
Also wann wurde mir gespiegelt, dass ich als Frau wahrgenommen werde? Wie habe ich sexuelles Begehren zum ersten Mal gespürt? Wurde das vielleicht sanktioniert oder nicht, im besseren Fall? Oder wann wurde mir klar, dass und warum ich vielleicht keine Kinder haben möchte? Das sind zutiefst persönliche Erfahrungen, obwohl sie natürlich von gesellschaftlichen Strukturen durchzogen sind. Also es ist ja die Gesellschaft, die durch Individuen wie mich das kapitalistisch-patriarchale Geschlechterverhältnis reproduziert. Für Feministinnen beinhaltet das gleich zwei Kränkungen. Zum ersten, ich bin bestimmt von gesellschaftlichen Strukturen. Und zum anderen, Frau sein bedeutet, Subjekt zweiter Klasse und auf Widerruf zu sein. Und auch die Bearbeitung dieser Kränkungen ist subjektiv und variiert je nach feministischer Strömung. Und damit komme ich zurück zur Prostitutionskritik. Also die identitätspolitische Position lehnt das Bestimmtsein von gesellschaftlichen Strukturen häufig ab. Was eben dadurch verstärkt wird, dass die Kategorien und Zuschreibungen, die mit Prostitution verbunden sind, eben frauenverachtend und generell abwertend sind. In der bürgerlichen Trennung zwischen guten Frauen und schlechten Frauen und guter und schlechter Sexualität gelten dann Prostituierte als die schlechten Frauen, die ihre Sexualität zu Geld machen, also das Gegenbild zur Ehefrau und Mutter, die ihre Sexualität ihrem Mann vorbehält. Und also es gibt, glaube ich, so ein zum Bedürfnis, sich von all diesem weiblichen Elend zu distanzieren. Also werden eben der Prostitutionskritik eher Narrative der Selbstermächtigung durch Sexarbeit entgegengesetzt. Also der Fokus liegt dann häufig auf Trans-SexarbeiterInnen oder auf kämpferische und widersprüchliche Biografien, zum Beispiel von rassifizierten Frauen. Also Biografien, in denen Sexarbeit als eine Art von Lohnarbeit vorkommt. Also der materialistische Einwand an dieser Stelle müsste dann lauten, gesellschaftliche Zwänge lassen sich nicht als Narrative abtun, also es bedeutet, sie zu unterschätzen. So sind eben über 80% der Prostituierten, die in Deutschland angemeldet sind, migrantische Frauen, wobei die meisten aus Rumänien, Bulgarien oder Ungarn kommen, was so eine amtliche Statistik von 2019, auf die ich mich dabei beziehe. Und Bulgarien und Rumänien sind halt deutlich ärmere EU-Länder als Deutschland und es hat einen hohen Anteil von Romnia, was darauf hinweist, dass Frauen eben aus ökonomischer Not, aber auch aus rassistischer Diskriminierung im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen und mangelnden Alternativen heraus in die Prostitution gehen. Und diese Zahlen, die ja schon quasi unglaublich hoch sind, erfassen ja gar nicht die illegale Prostitution, also der Bereich, in dem Frauenhandel und Zwangsprostitution stattfinden. Also solche Erhebungen, die auf patriarchale und rassistische Strukturen in der Prostitution hinweisen, finden in der liberalen und identitätspolitischen Argumentation eben oft viel zu wenig Platz. Und umgekehrt, in der patriarchatskritischen Position, finde ich, wird halt häufig der Anteil an Selbstbestimmung unterschätzt, der in der subjektiven Entscheidung, sich zu prostituieren, liegen kann. Also auch wenn die Verhältnisse patriarchal und elend sind, sind Frauen, also abgesehen natürlich von Zwangsprostitution, irgendwie eigenen Erwägungen gefolgt, was in Ländern mit dem nordischen Modell halt nicht möglich ist, sodass Frauen eben nicht diese Wahl haben oder nicht dorthin migrieren können. Also ich stimme dieser Position zu, dass Sexkauf sich qualitativ von anderen kapitalistischen Vertragsverhältnissen unterscheidet. Also wenn Männer sich den temporären Zugang zu Frauenkörpern erkaufen, liegt dem eben ein gewaltförmiges und hierarchisches Geschlechterverhältnis zugrunde. Und angesichts der patriarchalen Selbstverständlichkeit, mit der das geschieht, glaube ich nicht an die weite Verbreitung von freiwilliger und selbstbestimmter Prostitution, an dass Frauen dann immer möglich ist, ihre Grenzen zu wahren, ihre Rechte auf angemessenen Lohn und körperliche Unversehrtheit. Aber ich denke auch nicht, dass man Prostitution grundsätzlich als Vergewaltigung bezeichnen kann, also als Akt, in dem die Prostituierte nur als Opfer auftaucht. Also in den meisten Fällen, denke ich, gibt es ja die Möglichkeit der subjektiven Zustimmung oder Abwägung und die Prostituierte tritt eben als Vertragspartnerin auf,
die einen Teil ihrer reproduktiven Arbeit vermarktet. Also davon auszugehen, dass Prostitution immer und in jedem Fall Gewalt und Fremdbestimmung bedeutet, ist eben dieser Paternalismus, der andere Frauen in ihren alltäglichen Kämpfen mit Patriarchat, finde ich nicht ernst genug. Und dazu ein schönes Zitat von Silvia Federici. Ich betone, es ist nicht unsere Aufgabe als Feministinnen, anderen Frauen vorzuschreiben, welche Form der Ausbeutung akzeptabel ist und welche nicht, sondern unsere Möglichkeiten zu erweitern, damit wir nicht mehr gezwungen sind, uns in irgendeiner Weise zu verkaufen. Das tun wir, indem wir unsere Reproduktionsmittel zurückfordern, das Land, die Gewässer, die Produktion von Gütern und Wissen sowie unsere Entscheidungsmacht, welche Art Leben wir führen und welche Art Mensch wir sein wollen. Also es ist ein Zitat aus dem schönen Text Körperpolitik in der feministischen Revolte. Also Silvia Federici ist eine der, wie ich finde, großen Vorbilder und Vordenkerinnen eines materialistischen Feminismus. Und ich finde sie auch in dem Punkt der Subjektkritik sehr, sehr spannend. Also sie hat so einen erweiterten Begriff von Sexarbeit, nämlich eine Dienstleistung, die in der Ehe genauso wie im Bordell stattfindet und gelegentlich auch gegenüber dem Arbeitgeber zum Beispiel als zusätzliche Gefälligkeit stattfinden muss. Also damit kann sie, finde ich, gut auf den Punkt bringen, dass die Arbeit der Ehefrau, ihren Mann zu befriedigen, stets Teil der Hausarbeit ist. Also unentlohnt, aber unverzichtbar. Also Prostitution eben als Teil reproduktiver Tätigkeiten, die dazu dienen, männliche Arbeitskraft wiederherzustellen. Und in dem Sinne wird es dann verständlich, dass es immer wieder staatliche Bemühungen gibt, Prostitution einzuhegen, zu kontrollieren, aber oft eben nicht zu verbieten, weil sie eben dazu beiträgt, eine bestimmte Geschlechterordnung zu stabilisieren. Also eine Ordnung, die für Männer dann so aussieht, dass es die einerseits weitgehend entsexualisierte und ökonomisch befriedete Hetero-Ehe gibt und andererseits eben die sexuelle Lust und die Fantasien, die man dann zum Prostituierten trägt, mit der keine weiteren Verbindlichkeiten eingegangen werden und die dann eben nur der Triebabfuhr dient. Damit zeigt Federici zum einen, dass Prostitution eben häufig Teil des Einkommens von Proletarierinnen gewesen ist und immer noch ist und damit eben Aspekte von ökonomischer Selbstermächtigung und patriarchalem Elend zugleich hat. Und sie zeigt da oder beschreibt auch zum anderen, wie die patriarchale Spaltung zwischen guten Frauen und schlechten Frauen sich dann auch unter Frauen selbst manifestiert. Also die Prostituierte wird sozial geächtet und will sich nicht mit ihr sehen lassen. Und gleichzeitig wird sie heimlich beneidet, weil sie wenigstens Geld für den ohnehin fälligen Sex nimmt. Und es zeigt natürlich auch, dass es in der patriarchalen Ordnung für viele Frauen nur schlecht oder gar nicht möglich ist, eigene sexuelle Bedürfnisse zu entwickeln und zu leben. Federicis Position steht quer zu meiner Tabelle, also darum habe ich sie ja nicht drin aufgeschrieben, obwohl ich immer und alle Zeit nur empfehlen kann, Federici zu lesen. Also als kleines Zwischenfazit dieses Teils möchte ich nochmal betonen, Prostitution ist integraler Teil der bürgerlichen Ordnung und ihrer frauenfeindlichen Abspaltungslogik. Und man darf aber eben diese subjektive Ebene nicht vergessen, dass es keine hinreichende Auskunft gibt über die Erfahrungen und Entscheidungen einzelner Prostituierter. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das in Richtung der Leute zu sagen, die immer glauben, sehr genau zu wissen, was für Prostituierte gut ist und wovor sie geschützt werden müssen. Also diese Spannung aus Strukturkritik und subjektiver Ebene finde ich wichtig, präsent zu halten und zu analysieren. Und es wirft natürlich auch immer aufs Neue die Frage auf, wem nützt es und wem hilft es nicht, wenn Prostitution als ein Teil der patriarchalen Gesamtscheiße abgeschafft wird, während andere Teile bestehen bleiben. Jetzt komme ich zur Staatskritik.
Also ich habe kurz angerissen, dass wir als Subjekte allesamt StaatsbürgerInnen sind. Also die Position, die Prostitution verbieten lassen möchte, der Abolitionismus, wendet sich eben direkt an den Staat. Also der Staat soll das Verbot beschließen und durchsetzen und damit den betroffenen Frauen helfen und Freier bestrafen. Die meisten Autorinnen und Aktivistinnen, die diese Position vertreten, bringen gleichzeitig zur Sprache, dass Prostituierte auch staatlicher Gewalt ausgesetzt sind. Also spricht etwa Huschke Mau immer prangert an, dass es Razzien in Bordellen gibt, die dann eben auch zur Ausweisung von illegalisierten Prostituierten führen. Und es wird immer wieder kritisiert, dass das Prostituiertenschutzgesetz eine Meldepflicht für Prostituierte verordnet, also den sogenannten Hurenpass, dass außerdem eine Gesundheitsberatung verordnet wird und eben auch eine eingeschränkte Werbeerlaubnis damit verbunden ist. Also der Staat verwaltet Prostitution, ohne dass Prostituierte als Lohnabhängige Vorteile davon hätten. Und während Corona gab es eben auch staatliche Arbeitsverbote wegen des Hygieneschutzes, was eben für viele Prostituierte katastrophal war, weil sie gar keine anderen Verdienstmöglichkeiten gesehen haben. Und nicht zuletzt sind eben viele Polizisten auch Sexkäufer und Zuhälter, was, denke ich, damit zusammenhängt, dass es ein Beruf ist, der eben eine harte und gewalttätige Männlichkeit hervorbringt, die sich anmaßt, ein Recht auf Sex mit Frauen zu haben. Also diese Beispiele zeigen, der bürgerliche Rechtsstaat gibt sich einerseits liberal, es gibt kein Prostitutionsverbot mehr und gleichzeitig stellt er eine Geschlechterordnung her, in der Prostituierte die gesellschaftlichen Kosten der Prostitution tragen. Also in Form von Meldepflicht, Konjunkturschwankungen, destruktiven Arbeitsbedingungen, gesundheitlichen Risiken oder der Gewalt im Milieu. Also wie ist halt dieser Widerspruch zu verstehen? Und da möchte ich darauf zurückkommen, dass die bürgerliche Ordnung eine kapitalistisch-patriarchale ist, die auf dem bürgerlichen Subjekt und seinen Abspaltungen fußt. Also so hat sie sich historisch herausgebildet und das ist ihr innerster Funktionszusammenhang. Und die Frauenbewegungen und auch politisch-ökonomische Veränderungen selbst haben zwar erwirkt, dass ein Großteil der frauenfeindlichen Rechtslage, abgeschafft wurde, also in diesem Teil der Welt. Aber die Frauenemanzipation im globalen Norden wurde auch möglich, weil ein Teil dieser Abspaltungen, also der Ausbeutungsverhältnisse, gesamtgesellschaftlich ausgelagert wurde. Also Jobs in der Pflege und der Betreuung werden eben sehr häufig von migrantischen, meist weiblichen, teils illegalisierten Arbeitskräften ausgeübt, denen die vollständige Teilhabe an der Gesellschaft verwehrt bleibt. Und auch viele andere traditionelle Haushaltstätigkeiten müssen eben nicht mehr komplett von der Ehefrau und Mutter verrichtet werden. Also unsere Kleidung wird ja meistens billig von bangladeschischen Frauen in 12-Stunden-Schichten genäht und Waschmaschine und Staubsauger verbrauchen eben Strom statt die Muskelkraft der Hausfrau. Und sie enthalten Rohstoffe, die unter beschissenen Arbeitsbedingungen im globalen Süden abgebaut werden. Und ebenso wird eben Prostitution großenteils an migrantische Frauen ausgelagert. Also das sind halt die Bedingungen der Frauenemanzipation in diesem Teil der Welt, in dem Frauen genauso gut ausgebildet sind wie Männer und häufig in hochqualifizierten Berufen arbeiten. Also es hat eben keine fundamentale Umwälzung des kapitalistischen Patriarchats gegeben, sondern nur eine Auslagerung seiner schlimmsten Abspaltungen. Ein anderer Teil der Abspaltung bleibt den Frauen hierzulande erhalten. Also zum Beispiel der größte Teil der Reproduktionsarbeit in der Kleinfamilie, also was eben Kinderversorgung und Hausarbeit angeht. Oder auch, dass das gängigste Familienmodell in Deutschland halt nach wie vor das Hauptverdiener-Zuverdienerin-Modell ist, was eben die ökonomische Abhängigkeit vom Mann fortschreibt. Und nicht zuletzt haben wir es ja mit höchst widersprüchlichen Rollenanforderungen zu tun, dass Frauen schön, attraktiv, fürsorglich und zugleich im Beruf erfolgreich, durchsetzungsfähig und leistungsorientiert sein sollen. Also das ist
die bürgerliche Freiheit, die wir haben. Und das bürgerliche Recht ist eben wesentlich daran beteiligt, eine Subjektform hervorzubringen, die am besten von Männern und Weißen verwirklicht werden kann. Also das ist halt genau die Grenze, die es hat. Darüber kann es strukturell nicht hinausgehen. Das sind, finde ich, ganz gute Gründe zu sagen, als Feministin misstraue ich dem Staat und seinen rechtlichen Möglichkeiten. Und ich denke, das ist auch der hauptsächliche Punkt, der meine Position von der abolitionistischen unterscheidet. Also die Forderung nach einem staatlichen Verbot der Prostitution nennt als Vorbild die Länder, die das nordische Modell umgesetzt haben. Also es sind 8 Staaten, darunter Schweden, Norwegen, Island, Frankreich und Israel. Ich glaube, die größte Stärke des nordischen Modells liegt darin, dass hier erstmals Freier kriminalisiert werden und nicht die Prostituierten. Das heißt, eben für sie gibt es keine Strafen, sondern das nordische Modell ist eben kombiniert mit Ausstiegshilfen für Prostituierte und einer Aufklärung der Bevölkerung. Das nordische Modell ist sehr umstritten, also es gibt auf beiden Seiten es ist umstritten. Also Argumente, die dann genannt werden, ist, also wird damit Prostitution in den Untergrund gedrängt, wo sich dann Arbeitsbedingungen verschlechtern, wo Prostituierte vielleicht schwieriger Zugang zu ihren Rechten haben, weil das Geschäftsmodell ja verboten ist, oder wo auch Betroffene von Zwangsprostitution vielleicht keine Hilfe finden. Oder die Argumentation der anderen Richtung ist, also wird die Gesellschaft dann insgesamt weniger frauenfeindlich. Also dadurch, dass weniger Frauen in der Prostitution ausgebeutet werden und dadurch, dass es eben auch öffentlich geächtet ist, also die Meinung, dass Sex mit Frauen eine käufliche Sache sei. Ich finde es wirklich total schwierig, mir da eine abschließende Meinung zu bilden. Also mich stimmt misstrauisch, dass die Verbände, die gegen das nordische Modell zu Felde ziehen, von Leuten mitgetragen werden, die von Prostitution profitieren, und zwar von der Prostitution anderer. Also der Punkt, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Also von Leuten, die Prostitutionsstätten betreiben oder Internetseiten zur Anbahnung, die meistens halt auch von Sexismus triefen. Und von diesen Verbänden kommt halt total selten Kritik, zum Beispiel auch an den so parastaatlichen Strukturen, die Prostitution international, aber auch in Deutschland verwalten. Also Strukturen wie Zuhälterkreisen, die Frauen durch die Lande schleusen. Oder militanten und sexistischen Rockerbanden, die da in die Geschäfte involviert sind. Also wenn ich von solchen Missständen in der Prostitution in Deutschland höre oder wenn ich über die Reeperbahn laufe, finde ich das nordische Modell zumindest bedenkenswert. Und gleichzeitig stört mich halt der Paternalismus, der darin liegt, also dass Frauen vor der Entscheidung, sich zu prostituieren, geschützt werden müssten. Also auch, wenn die persönlichen und ökonomischen Hintergründe für diese Entscheidung meistens beschissen sind. Also wenn sie dann noch als Prostituierte arbeiten, würde da das nordische Modell sie halt so die Unsichtbarkeit von Wohnungsbordells und abgelegenen Städten abtrennen. Wo, da finde ich es immer ganz bezeichnend in den Beschreibungen, dass eben nach der Einführung des nordischen Modells ja zuerst gegen die Straßenprostitution vorgegangen wird. Also Prostitution wird aus der Gesellschaft offiziell ausgelagert. Und es ist ja auch hier wieder diese Auslagerung von Prostitution, von sexueller Gewalt und Ausbeutung, die mich misstrauisch stimmt. Also ich misstraue der Erzählung, die in Skandinavien vielleicht noch stärker ausgeprägt ist als in Deutschland, dass Frauen so sehr gleichgestellt werden, dass es gar kein Problem mehr gäbe oder dass das Patriarchat quasi abgeschafft wäre. Dass es nicht stimmt, zeigt ein Bericht von Amnesty International von 2019, dass die Vergewaltigungsrate in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland sehr hoch ist. Also da in dem Bericht steht: Sexuelle Gewalt wird von der Justiz in allen 4 untersuchten Staaten regelmäßig ignoriert, geleugnet oder stillschweigend geduldet. Also die Zahlen in diesem Bericht ähneln denen in Deutschland, also dass nur jede 10. Vergewaltigung angezeigt wird und ein sehr hoher Anteil, da wurde 75-80% der Prozesse führen zu keiner Verurteilung.
Also ich glaube, das Selbstverständnis als emanzipierte Frau, dass man gefälligst eine emanzipierte Frau zu sein hat, kann Betroffene vielleicht sogar daran hindern, patriarchale Gewalt anzuzeigen und in die Öffentlichkeit zu tragen, weil es eben so sehr im Widerspruch zu dem steht, was diese Gesellschaft offiziell unter Frauen versteht und was eben auch zum eigenen Selbstbild steht. Also, dass es eher dann mit Zweifeln verbunden wird, vielleicht habe ich was falsch gemacht, war ich zu blöd, zu unvorsichtig. Und es bringt vielleicht auch die Justiz dazu anzunehmen, dass vergewaltigte Frauen sich riskant verhalten haben oder den Sex selber wollten. Also, was ich so schwer einzuschätzen finde, ist, wie weit und wie tief ein Prostitutionsverbot ins kapitalistisch-patriarchale Geschlechterverhältnis eingreift und zu welchen Verschiebungen das führt. Und auch auf dieser Seite stören mich die Bündnisse, die da geschlossen werden. Zum Beispiel die Zusammenarbeit von Abolitionistinnen mit Teilen der CDU. Also man kann sich ja vorstellen, dass die Prostitutionskritik der CDU halt zutiefst bürgerlich und damit zumindest implizit frauenfeindlich motiviert ist. Also natürlich geht es offiziell um den Schutz der Prostituierten, besonders schwangere Prostituierte werden da häufig als schutzbedürftig genannt, wo es eben auch wieder relativ nahe liegt, dass es eben Prostitution ja als eine Gefahr für die Familie oder das verstanden wird und dass hier die Gefahr illegaler Einwanderung besteht. Also das Ergebnis der politischen Bezugnahme auf den Staat ist ganz oft wieder so eine Vermischung aus bürgerlicher und feministischer Prostitutionskritik. Und ich glaube, da bräuchte es aus einer linken Perspektive mehr Trennschärfe. Also mit Federici gefragt, welche Art Leben wollen wir führen und welche Art Menschen wollen wir sein? Und die Antworten, die ich dafür finde, entscheiden sich sehr von den Gesellschaftsentwürfen der CDU. Also abschließend zu diesem Teil würde ich sagen, ich glaube, dass es wichtig festzuhalten ist, dass materialistischer Feminismus eine linke und staatskritische Theorie ist, weil eben die bürgerliche Ordnung in ihren Fundamenten frauenfeindlich ist. Und deshalb kann man halt ersetzen oder kann ein materialistischer Feminismus, einer von uns beiden, als letzten Horizont seiner Kritik nicht das bürgerliche Rechtssystem setzen. Also ein Horizont, der sich viel mehr anbietet, wäre dann eine nicht mehr patriarchale Gesellschaft, die, das ist vielleicht ein bisschen wohlfeil zu sagen, weil die leider vorläufig Utopie ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht ausschließlich und nicht in erster Linie auf dem Rechtsweg erreichbar ist. So, jetzt bin ich schon beim Fazit. Das habe ich genannt von der Theorie zur Realpolitik. Also ich habe mir eine schöne Tabelle mit dem Kommentar eingeführt, dass die feministische Diskussion um Prostitution oft sehr autoritär geführt wird und habe dann so in einer angenehmen Distanz dazu die beiden Positionen skizziert. Aber dieser theoretisierende Abstand, der trägt natürlich ein Stück weit. Also von dieser theoretischen Betrachtung muss ein Weg zur eigenen politischen Positionierung hier gegangen werden. Also Theorie, denke ich, bringt nur was, wenn sie ein Handwerkszeug bietet, sich den Kritikgegenständen anzunähern, sie zu analysieren und sich dann auch realpolitisch zu positionieren. Also feministische Theorie darf kein Selbstzweck sein, sondern sie muss an den Punkt zurückführen, an dem es dringlich schmerzhaft, aggressiv und realpolitisch wird. Und an dem die Dinge eben auch mit mir selbst zu tun haben. Und das sage ich zur Abgrenzung von einer Theoriebildung, die selbstgenügsam oder nur akademisch ist oder sich als Flaschenpost an die Nachwelt versteht. Ich möchte also als Fazit meines Vortrags festhalten, zum einen, der Satz, den ich eigentlich schon mal genannt habe, dass ich Prostitution als kapitalistisch-patriarchales Ausbeutungsverhältnis verstehe, das kritisiert und bekämpft werden muss. Meine Kritik gilt dem gesellschaftlichen Verhältnis. Sie richtet sich an unsere gesamte Gesellschaft mit ihren patriarchalen Geschlechterrollen und ihrer patriarchal und kapitalistisch zugerichteten Sexualität. Und daraus folgt eine grundsätzliche Solidarität mit den Arbeitskämpfen von Prostituierten um gute Bezahlung, um Sicherheit und gegen staatliche Repression.
Und aus einer klassenkämpferischen Perspektive folgt daraus ebenso, dass sich die Kritik auch an Sexkäufer und ProstitutionsspendenbetreiberInnen richtet. Also Leute, die innerhalb der kapitalistischen Wahl, die wir alle haben, die Entscheidung getroffen haben, von der Ausbeutung durch Prostitution zu profitieren. Dazu gibt es einen schönen Text von Caroline Werner, Huschke Mau und Manu Schon, der diese Differenzierung, finde ich, sehr klar macht. Also der heißt Abolitionismus immer gegen das System der Prostitution, niemals gegen die Prostituierten. Der ist auf der Website des Störenfrieders. Zweitens möchte ich nochmal die Beobachtung herausstellen, dass in der Debatte immer bürgerliche und feministische Prostitutionskritik vermischt werden. Und ich glaube, hier bedarf es eben der theoretischen Grenzarbeit. Also Prostitution aus einer frauensolidarischen oder im weiteren Sinn geschlechterkritischen Perspektive zu kritisieren. Also und eben die Solidarität mit Mädchen und Frauen hochzuhalten. Also ob trans oder cis, mit Jungs und ich denke in Abstufung auch mit Männern, die Prostitution als beste oder einzige Wahl für sich sehen. Oft im Zusammenhang mit Armutsmigration, Rassifizierung, sexuellem Missbrauch. Und diese Perspektive ist was anderes als der bürgerliche Moralismus, dass es sich bei Prostitution um schlechte oder schädliche Sexualität handeln würde, um gefährdete Ehen und Männer und lasterhafte Frauen, die mit total vielen Leuten Sex haben, dabei Geschlechtskrankheiten verbreiten würden und vielleicht unkontrolliert eingewandert sind, die in auf alle Fälle einem akzeptablen oder auch gottgefälligen Frauenbild widersprechen. Das klingt total albern, so zugespitzt, aber ich glaube, um sich von dieser bürgerlichen Sicht abzugrenzen, bedarf es halt einer Theorie der bürgerlichen Gesellschaft, ihrer Abspaltung von Weiblichkeit und ihrer tiefen Angst vor weiblicher Sexualität und weiblicher Autonomie. Und diese Abspaltung ist auch Teil unserer selbst, weil wir Subjekte dieser Gesellschaft sind. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was die auch mit einem selber macht. Und diese Grenzarbeit halte ich für umso wichtiger, wenn die realpolitische Forderung, die aus beiden Ansätzen hervorgeht, dieselbe ist. Also in dem Moment, wenn bürgerliche und feministische Prostitutionskritik beide ein Verbot der Prostitution fordern. Mein fast schon vorletzter Punkt ist dann, ich glaube, die Frage, ob man sich als Feministin für ein Prostitutionsverbot einsetzen sollte, dass die vielleicht nur spezifisch in Raum und Zeit beantwortet werden kann. Also, dass es vielleicht mehr taugt, statt sich mit kategorialen Aussagen zu bescheiden, den Blick dafür transnationale Zusammenhänge zu weiten. Also ich denke, diese grundsätzliche Analyse von Prostitution als einem kapitalistisch-patriarchalen Ausbeutungsverhältnis ist global gültig, weil das kapitalistische Patriarchat global ist. Aber die konkreten Bedingungen, unter denen Prostitution stattfindet, können sich eben auch stark unterscheiden. Also die konkreten Bedingungen für Deutschland wären dann zum Beispiel die Drehscheibe der europaweit organisierten Zuhälterei. Und ein bisschen anders verhält es sich in bestimmten Regionen in Lateinamerika oder im subsaharischen Afrika, in denen eine gewaltige Rohstoffausbeutung stattfindet, zum Beispiel durch internationale Ölkonzerne, die eben mit grauenhaften Arbeitsbedingungen in der Ölindustrie einhergehen, einer schweren körperlichen Arbeit, also Jobs, die fast nur Männern angeboten werden, sodass eben Frauen, besonders indigene Frauen, häufig keine andere Wahl haben, keine andere Verdienstmöglichkeit, als sich zu prostituieren, also ergänzend zu häuslicher Reproduktionsarbeit und ein bisschen Landwirtschaft. Und die dann als prekäre Kleinunternehmerin mit der verrohten Männlichkeit dieser Ölkonzernangestellten konfrontiert werden. Also Feministinnen wie die ecuadorianische Aktivistengruppe Miradas Kritikers beschreiben Prostitution dann als so Krisensymptom, als etwas, das die Frauen vor Ort kaputt macht. Und diese Verhältnisse, und das finde ich so wichtig daran, ist zu reflektieren, dass die mit uns zu tun haben, weil eben das Öl, das in Lateinamerika abgebaut wird, auch in unseren Konsumprodukten steckt, zum Beispiel in der Waschmaschine, die der Frau im globalen Norden die Hausarbeit erleichtert. Ein anderes Beispiel für den gewaltigen Blick ist so Jungs und Männer in der Prostitution.
Und da ist es mir wichtig, jetzt am Ende nochmal klarzumachen, dass es überhaupt kein Beleg dafür ist, dass Prostitution irgendwie ein geschlechterneutrales Business wäre, wie so eine liberale Position das gerne sieht. Sondern eben, das steht im Zusammenhang damit, dass eine bestimmte Gruppe Männer als ökonomisch Unterlegene auftauchen, ausnahmsweise unter sehr bestimmten Bedingungen, und sich deshalb das Geschlechterverhältnis teilweise umkehrt. Zum Beispiel geflüchtete junge Männer, die in der Illegalität leben müssen, ob Sex an andere Männer verkaufen. Oder auch der Sextourismus in Kenia und Nigeria, wo Männer Sex und romantische Aufmerksamkeit an ältere Urlauberinnen aus Europa verkaufen. Also in diesen beiden Fällen besteht halt eine riesige ökonomische Hierarchie zwischen SexkäuferInnen und den männlichen Prostituierten. Und auch hier gibt es eine Auslagerung erotischer Bedürfnisse, die im Patriarchat kaum anerkannt werden, in andere Weltgegenden. Also vor allem eben die sexuellen Bedürfnisse älterer Frauen. Dazu noch ein Zitat von Tatenda Kwambuka aus einem Artikel, den ich dazu gelesen habe. How female sex tourists exploit African men. Weiblicher Sextourismus ist ein Ausdruck rassistischer und ökonomischer Dominanz. In ihm kehrt die koloniale Vergangenheit wieder, als weiße Frauen sich von ihren schwarzen Günstlingen bedienen und verwöhnen ließen. Also es zeigt nochmal ganz gut, dass neben Sexismus, weil der Sexismus immer zusammen mit anderen Diskriminierungsweisen des kapitalistischen Patriarchats auftritt. Also Rassismus, Kolonialgeschichte, eine internationale Arbeitsteilung und eben die Konzentration des Kapitals im globalen Norden. Also Prostitution ist ein integraler, aber meistens abgespaltener Teil des bürgerlichen Geschlechterverhältnisses, also der patriarchalen Gesamtscheiße. Und eine wichtige Aufgabe eines materialistischen Feminismus, denke ich, ist, im eigenen politischen Denken und Handeln diese Spaltung nicht zu wiederholen. Und es gelingt vielleicht, wenn man sich, statt so die eigene Position autoritär abzugrenzen, offen hält für das, was in der Welt passiert. Also wie stelle ich mich zu transnationalen Entwicklungen in der Prostitution ebenso wie zum Bordell in der eigenen Stadt oder in der eigenen Nachbarschaft? Welchen Bündnis, welchen Forderungen schließe ich mich an? Aber es beinhaltet, denke ich, auch Fragen wie, wie frei bin ich in meiner eigenen Sexualität? Wie frei bin ich in meinem Frausein, in meinem Frauenbild und in welchem Verhältnis steht es zu den Jobmöglichkeiten, die ich habe? Was haben meine sexuellen Erfahrungen mit der einer Prostituierten hier ums Eck oder in Ecuador zu tun? Ich denke, feministischer Theorie muss es letztlich darum gehen, sich auf die Praxis, das Leben in dieser Gesellschaft zu beziehen und verändernd in die Welt einzugreifen. Und ihr Ziel ist die umfassende Kritik, letztlich die Abschaffung des kapitalistischen Patriarchats in all seinen Ausdrucksformen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Genau, ich hatte bei der Einführung vergessen zu sagen, dass Koschka Philosophie und Germanistik studiert hat. Und ich glaube, das wurde jetzt gerade noch mal ziemlich deutlich, weil es einfach eine gute Zusammenfassung beziehungsweise eine sehr deutliche und klare Gegenüberstellung und eine Zusammenfassung von Positionen ja, war, die es zum Thema Prostitution gibt. Genau, jetzt so mit Blick auf die Zeit, da wir nur bis 18 Uhr hier sein können, würde ich direkt mit einer Frage beziehungsweise Diskussionsrunde an euch starten. Da wir das jetzt alles aufnehmen, würde ich die Fragen dann im Falle des Falles nochmal zusammenfassen, damit das mit dem Ton und der Technik besser harmoniert. Genau, also dann jetzt an euch. Okay, direkt die erste, alles klar. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Fand ich sehr interessant. Als Störenfrieder möchte ich die drei, wie ist das genannt, pinke Füße von dir preisen, weil alle drei vertreten bin ich. Aber dazu muss ich jetzt gar nichts sagen. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Du hast sehr theoretisiert. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war die empirische Ebene. Also du hast dich so ein bisschen dagegen gewahrt, also du hast gesagt, die Ökonomie spielt eine große Rolle. Wir Radikalfeministinnen, ich würde mich jetzt weniger als Patriarchatskritikerin sehen, sondern als Radikalfeministin, würden
das über die Positionen der Betroffenen stellen und im Prinzip die Ökonomie vernachlässigen. Wie siehst du es dann, dass auch bei den osteuropäischen prostituierten Frauen, die nach Deutschland gehandelt werden, nachweislich 80% sexuelle Gewalt in der Kindheit erlebt haben? Das wäre die eine Frage, weil du das ja so ein bisschen gesagt hast, Ökonomie über sexuelle Gewalterfahrung, die ihr immer so als, ich nenne es, du hast es nicht so genannt, aber pathologisierend, um ihnen eine Agency abzusprechen, weil ich jetzt mal ins Feld führen würde. Die andere Frage, warum Abolitionismus mit Prostitutionsverbot gleichsetzt, wo doch das nordische Modell eine Entkriminalisierung der prostituierten Frauen beinhaltet und eben keine prohibitionistische Position, die wir jetzt unter Corona in Deutschland haben, die wir eine Kriminalisierung von prostituierten Personen auch unter dem legalistischen System haben, nämlich da, wo Prostitution illegal ist, und die wir in den USA und Osteuropa, in vielen osteuropäischen Staaten generell haben. Also das habe ich nicht so ganz verstanden, warum du von Prostitutionsverbot sprichst. Ist es vom Ton? Soll ich es vom Ton? Okay. Okay, danke für deine Fragen. Das ist ganz spannend mit dem die Ökonomie über die sexuelle Gewalt stellen. Das ist cool, dass du das nochmal nachhakst, weil ich glaube, das sind Sachen, die eigentlich zusammengehören, also die ökonomischen Verhältnisse und die sexuelle Gewalt. Oder ich würde sagen, Kapitalismus und sein Geschlechterverhältnis bringen ja patriarchale Gewalt hervor, die in den meisten Fällen Männergewalt ist, die sich gegen Frauen richtet und auch mit einer ökonomischen Dominanz einhergeht. Darum würde ich das die Ökonomie nicht über die sexuelle Gewalt stellen. Und ich empfinde das auch nicht als, oder würde diesen Vorwurf, dass es pathologisierend sei, nicht erheben, weil ich das ziemlich wichtig finde zu sagen, gerade diese Ausführung, wie werden Frauen so zugerichtet, dass Prostitution überhaupt für sie eine Möglichkeit ist. Genau. Zu dem anderen, ich glaube, da habe ich einfach nicht so eine Trennschärfe. Also das nordische Modell nicht gleich ein Prostitutionsverbot ist. Ich habe nur quasi diese, das nordische Modell als abolitionistische Forderung jetzt am stärksten betrachtet oder als das Modell, das mir in der Debatte am häufigsten begegnet und das ich schon auch das Diskutabelste finde, weil ja der feministische Impetus darin deutlich sichtbar wird. Aber dann ist es ja nochmal ganz gut, das auch nochmal im Raum zu stellen, dass es eben das nordische Modell sich nochmal von einem Prostitutionsverbot, das sich eben in erster Linie an Prostituierte richtet und nicht an Freie, dass sich das einfach nochmal unterscheidet. Ach, das ist furchtbar schade, ich habe auch nicht so richtig auf die Uhr geguckt. Aber wir müssen auch dann aus dem Raum raus, ne? Ach so, ich freue mich total über Fragen, aber wir können ja sicher noch auch ein bisschen hier verweilen, also dass es jetzt nicht in so einer Hetze ausartet oder. Ich habe noch 9 Minuten für tolle Fragen. Also ich fand es erstmal vielen Dank. Ich fand das sehr schön, dass du so die beiden Seiten betrachtet hast. Und ich fand es auch sehr gut. Also ich fand es sehr schön, dass du dich jetzt nicht radikal in eine oder die andere Seite gesetzt hast, weil mir geht es genauso. Ich glaube, ich würde mich eher in die liberale identitätspolitische Position, da würde ich mich eher stecken, sag ich mal. Aber auch nicht ganz radikal in dieser Seite. Also was ich mich so ein bisschen frage ist, wenn wir also das kapitalistische System und das Patriarchat diskutieren, ist es dann nicht, also die Prostitution an sich ist doch dann eigentlich nicht das Problem, sondern eigentlich Rassismus, Kapitalismus, die Rollen, also Hierarchie in den Rollen, in den Geschlechterrollen und so. So würde ich das jetzt eher sehen. Habe ich dich da vielleicht nicht falsch verstanden? Oder ja. Ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Ebenen. Also Sexismus und Rassismus, also die ganz grundlegenden
Abspaltungsmechanismen, die halt die Gesellschaft so funktionieren lassen, wie sie ist, halt über die Schlechterstellung von Frauen, von Nicht-Weißen, auch natürlich von allen, die geschlechtlich nicht eindeutig sind. Und die Frage ist aber noch, wie äußert sich das? Also Rassismus ist, braucht ja immer eine oder Sexismus braucht ja immer eine Ausdrucksform. Also sei es jetzt die der Gender Pay Gap oder die Belästigung im öffentlichen Raum oder die Bildungsbenachteiligung von Kindern of Color oder so. Und ich glaube, Prostitution ist da halt eine Ausdrucksform, die in der sich halt zeigt, wie sexistisch und rassistisch also eine Ausdrucksform von Sexismus und Rassismus. Also die Gesellschaft offenbart ihren Sexismus und Rassismus darin, dass es sowas wie Prostitution überhaupt gibt, dass dieser Gedanke überhaupt in der Welt besteht. Also bei Gerda Nörner, die ich sehr liebe, einer feministischen Historikerin, die sich fragt, wie ist das Patriarchat in die Welt gekommen, die sagt halt, es muss ja erstmal denkbar werden, dass Sexualität was ist, was Männer von Frauen wollen und was Frauen aus einer was Frauen halt zulassen oder gewähren und halt kein Verhältnis unter grundsätzlich gleichen. Und das halt eine Ausdrucksform dieser patriarchalen Sexualität, in der halt Männerdominanz, in der es um die Befriedigung von Männern geht, das ist halt Prostitution. Und in einem bestimmten Aspekt ist sie auch einfach das Kehrbild eben zur bürgerlichen Ehe, wie ich das auch angerissen habe. Und darin zeigt sich eben der ganze Sexismus und eben auch in der Auslagerung der Rassismus der bürgerlichen Gesellschaft. Und das ist einfach das Verhältnis, wie ich die setzen würde. Das sind ganz unterschiedliche Kategorien. Und Sexismus und Rassismus liegen der Prostitution zugrunde oder machen sie möglich. Also vielen Dank. Ich finde das total spannend. Ich frage mich nur, es gibt Menschen, die Sexarbeit ja, also nach eigenen Auskünften komplett freiwillig machen, aber in der Sexarbeit arbeiten und da auch ihre Bestimmung drin finden, ihre Selbstbestimmung und so weiter und so fort. Und da frage ich mich nicht, müssen wir Prostitution oder Sexarbeit an sich so stark ins Kreuzfeuer irgendwie nehmen? Oder reicht es nicht wirklich, oder nicht reicht, aber ist es nicht in einer gewissen Weise auch ein Spiegelbild von diesen ganzen Diskriminierungsformen, die wir in der Gesellschaft halt erleben? Und wenn wir jetzt plakativ, sehr einfach gesagt, Rassismus und diese ganzen Klassismus, diese ganzen Formen bekämpfen, dass wir dann am Ende in der Prostitution oder in der Sexarbeit wäre es dann eigentlich nur noch wirklich Menschen retten, die das absolut freiwillig machen. Das ist immer diese so ein bisschen die Vorstellung, dass so Sachen oder dass auch Kapitalismus so funktionieren könnte, dass halt Leute Sachen freiwillig machen, dass wir alle genügend Geld haben, um uns das zu kaufen, was wir wollen, dann wäre es schon okay. Ich glaube, das ist so eine Utopie, die halt so ein bisschen vernachlässigt, dass es genau diese Ungleichheitsverhältnisse sind, die dem zugrunde liegen und die auch vernachlässigt, was ist das Bedürfnis, das halt, oder halt jetzt so marktwirtschaftlich gesprochen, der Bedarf der Sexarbeit zugrunde liegt, dass es halt eine Ausprägung von Sexualität gibt, die in der wirklich weitaus qualitativ größten Zahl der Fälle von Männern vertreten wird. Also auch, ich hatte mir extra noch mal so ein paar Berichte von so männlichen Prostituierten durchgelesen. Es kommt halt so selten vor, diese Erzählung von der selbstbewussten Kundin, die da halt irgendwie sich ihre Wünsche erfüllt oder erfüllen lässt von irgendeinem Callboy oder so. Und ich glaube, das ist oder wäre zumindest nicht meine Art von Utopie, dass Sexarbeit komplett freiwillig berichtet wird, dass alle Geschlechter gleichermaßen Zugang zu Sexarbeit wie auch dazu haben, Sexarbeit in Anspruch zu nehmen, weil halt Prostitution so sehr ein Teil der Verhältnisse ist, wie sie sind. Also da würde ich, glaube ich, eher fragen, was ist denn die
Also wie könnte eine befreite Sexualität aussehen, in der halt, also muss Sexualität ohne Zwänge immer wie romantische Liebe verstanden werden? Also jemand, von dem ich ökonomisch nichts will, aber in den ich ganz furchtbar verliebt bin? Oder könnte man sich vielleicht auch vorstellen, dass Leute aus Gefallen oder aus Trost oder was weiß ich mit jemandem schlafen, ohne dass es halt die ökonomischen Grundlagen, ohne dass es darum geht? Und dieses, dass Prostitution ja immer was damit zu tun hat, dass ich die sexuellen Bedürfnisse von jemand anderem befriedige, das geht so krass in das weibliche Elend dieser Gesellschaft hinein, also sich nicht damit, dass ich ganz weit hin anstelle, was will ich denn, worauf habe ich denn Lust in dieser Welt? Ich finde, der Weg dazu, sich das zu fragen und jetzt nicht nur aus einer Position von Prostitution, sondern also als Frau in dieser kapitalistisch-patriarchalen Welt, in dieser ungeheuer privilegierten Situation des globalen Nordens, mich damit zu befassen, worauf habe ich denn Lust, was will ich denn eigentlich, will ich denn als sexuell autonomes Wesen mein Leben gestalten, das ist ja für viele Frauen, sei es aufgrund von so Körperzwängen, Essstörungen, Frauenbilder, mit denen man konfrontiert ist, schon so ein alltäglicher Kampf, dass so meine Überlegung gar nicht so sehr dahin gehen würde, wie kann Prostitution stattfinden, dass ich das so verrichten kann, dass sich alle damit wohlfühlen. So. Also so mit Blick auf die Zeit war es, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Es tut mir leid, wir können nicht mehr wirklich viele große Fragen geben oder hier zuckt so sehr in der rechten Hand. Okay, gut, dann würde ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Oder möchtest du noch eine ganz kurz? Ich sage auch noch ein Schlusswort. Okay, alles klar. Ja, danke auch von mir, dass ihr da wart. Und ich finde es richtig, richtig schade, dass es schon um Sex ist, weil ich glaube, das sind eigentlich die allerwichtigsten Dinge von einem gelungenen Vortrag, sich zu unterhalten und über eigene Realitäten und Erfahrungen, sei es theoretisch oder andere, ins Gespräch zu kommen. Darum würde ich mich total freuen, wenn Leute noch Lust haben, hier abzuhängen. Ansonsten kommt gut heim. Dankeschön. Alles gut? Ja, ja. Hallo.